Form verbessert von einigen Spielern. Sehr schön, musst mehr Verantwortung. Nee, du musst dich beim Kopfball verbessern. Okay. Da Banli. Aktion Spielergespräche. Was sagen wir denn ihm? Mehr Verantwortung übernehmen, Freundchen. Nein, macht er nicht. Und Ildis. Upsala. Auch da werden wir nochmal quatschen, damit die Jungs da voll zufrieden sind. Du musst mehr Verantwortung übernehmen. Okay. Stefan Heitz entwickelt sich prächtig. Scouting abgeschlossen. Da keiner interessiert, dann werden die auch jetzt bei uns bleiben, weil die werden wir dann nicht mehr los. Und wenn wir sie loswerden würden, dann würden wir dann den Mega-Verlust machen, denn dann wären sie für die Hälfte des Marktwerts gegangen oder so. Macht wenig Sinn. Von der zweiten laufen ein paar Verträge aus. Werner, zack, zack, zack. Okay, und wir sind immer noch nicht weitergekommen zwecks Innenverteidigung. Wir sind immer noch nicht weitergekommen. Wie sieht's mit Tai jetzt aus? Was ist jetzt da los? Ich will jetzt da mal langsam was wissen. Ich will jetzt da langsam mal wissen, was Sache ist, weil sonst wird das ein bisschen knapp alles. Aber gut, er ist natürlich eh keiner, den wir jetzt von Anfang an dann bringen würden, logisch. Dann müssen wir uns jetzt da echt nochmal umgucken. Also, komm, auf geht's. Was haben wir? Ginter, Boateng, warte, wir machen mal hier. Obwohl nur realistisch ist, ein Schmarrn, weil dann klappt's wieder nicht so, wie ich will. Lassen wir mal weg, wir sortieren mal nach Stärke und dann sehen wir ja grob, wo wir ansetzen. Also Westergaard wäre der Hammer. Stranzl wäre auch gut, weil er eben auch nicht so viel wert ist. Ich glaube, wir werden es auch mal bei Stranzl probieren, weil er einfach auch ein erfahrener Recke ist. Wichtige Fähigkeiten für Innenverteidiger. Wieso ist dann hier der Torriecher mit dabei? Hier haben wir es. Wichtige Fähigkeiten. Ach, das waren alle. Hier wichtig. Ja, das sind schon gute Werte, ne? Zweikampf 76, das sind gute, ordentliche Werte. Gute Erfahrung. Auch international gespielt, professionell, trainingsfleißig, flexibel. Also das wäre schon was. Ich glaube auch, dass wir es bei ihm mal probieren, bei Martin Stranzl. Oder, wo hat er vorher gespielt? Stuttgart, Spartak, Moskau, bei den Löwen. Also der ist erfahren, hoch 10. Ich probiere es. Finanzielle Schmerzgrenze. Und wo liegt die? Ah, da müssen wir jetzt erst wieder, da müssen wir jetzt erst nochmal nachfragen, ne? Wartet mal, da müssen wir doch erst machen. Vertrag. Aktion. Ach, das geht gar nicht. Da brauchen wir anscheinend noch einen Mitarbeiter, oder? Man konnte doch dann hier Berater fragen. Oder, hä? Wieso geht das nicht? Das ging doch vorher eigentlich immer. Komisch. Man konnte doch immer hier so den Berater beauftragen. Entweder haben wir da keinen. Ich guck nochmal eben drüber. Aber eigentlich schon. Das müsste einer von den Scouts machen, ne? Meiner Meinung nach. Komisch. Naja, egal. Dann werden wir es eben frei Schnauze machen. Das kriegen wir hoffentlich auch hin. Ist schon auf Stufe 10. Das ist das Gute. Transfervorbereitung. Den Spieler loben. Okay, oder wir machen, nee, wir sagen den Spieler loben. Machen wir ruhig mal ein Lob. Und dann werden wir mal kräftig zur Sache kommen. Und dann klappt das hoffentlich. Jawohl, da sind wir immer noch beim selben Punkt. Marktwert von 2,7 Millionen. Von seinem aktuellen Verein die Nase voll. Dann würde ich fast sagen, bieten wir einfach mal die 2,7, oder? Bieten wir mal die 2,7. Okay, sonst brauchen wir nichts. Machen wir 2,8. War das zu viel schon? 2,7. Wird sich wieder melden. Okay, gucken wir mal, wie das abläuft. Also Stranzl stand jetzt der Favorit. 32 Jahre. Ich denke, wenn wir dem nochmal einen 2-Jahres-Vertrag anbieten, dann haben wir dann den robusten, den stabilen, einen, der auch die Jungen wie einen Niklas Stark, einen Stipinski, eventuell einen Werner, einen Mack, einen Esswein und so weiter auch führen kann. Von dem her ist er schon wichtig, klar. Aber wir haben halt auch schon zwei etwas ältere hinten drin. Na, ihr merkt so ein bisschen, wir haben eine jugendliche, eine frische Offensive hier und etwas ältere Defensivakteure. Wobei da natürlich auch welche reinstoßen, wie jetzt halt ein Ildis, ein Stark und so weiter, die natürlich defensiv auch spielen und auch mal jung sind. Also da ist, denke ich, dann trotzdem auch Abwechslung mit dabei. Aber Stranzl wäre jetzt schon geil. Wäre jetzt schon geil, wenn wir den kriegen. Okay, so, dann würde ich sagen, nachdem wir uns jetzt mal so ein bisschen bevorzugt um Transfers gekümmert haben, die uns sofort fast weiterbringen,
möchte ich mich jetzt mal um Transfers kümmern, die die Zukunft angehen. Sprich, ein paar junge Spieler verpflichten eventuell. Und da habe ich mir schon ein paar notiert. Zum Beispiel ein Julian Brandt, der überragend sein soll. Ist in der B-Jugend. Den werde ich mal gleich versuchen zu holen. Für die Jugendmannschaft ein Handgeld von, was ist das Höchste? Von dem aus gucken wir. Krass, 450.000. Ich glaube, ich gebe sogar mal knapp 200.000 mit. Denn der geht richtig ab. Hoffe ich. Aber zumindest habt ihr es gemeint. Wir haben jetzt noch recht wenig Infos über ihn, aber... Oder soll ich erst noch scouten? Komm, ich scoute ihn erst nochmal. Nicht, dass es da irgendwie nicht klappt. Aber er müsste einfach top sein. Öztunali noch einen Tag. Dann können wir das mal auch verschieben. Das ist schon mal ganz gut, dass wir dann hier reinschauen. Und zwar werde ich das dann so machen. Julian Brandt hier hin. Und dann so. Okay. Okay, dann müssen wir dann noch 2-3 Tage warten. Also Brandt wäre der eine. Gucken wir mal noch rein, was wir so noch haben. An jungen Spielern. Zivkovic von Groningen. Ein Stürmer, aber das sind wir momentan an Werner dran. Öztunali von Leverkusen. Der wird gescoutet. Tabakali, Brandt, Adili. Wird auch noch gescoutet. Dann Rigota haben wir auf 10. Ich denke, da müssen wir jetzt einfach noch mal ein paar Tage voran. Denn dann wissen wir auch, wie es aussieht. Wenn das hier alles klappt. Wenn die alle auf Stufe 10 sind, dann wissen wir mehr. Und drückt die Daumen, dass Stranzl was wird. So, Transfers der Woche, wenn man so will. Was haben wir mit dabei? Garay von Benfica zu Atletico, Lescott von Man City zu Everton. Nikolai Müller für 10,5 Millionen zu Hoffenheim. Und da der bittere Transfer. Kirchhoff zur Laie nach Eintracht oder nach Frankfurt zur Eintracht. Ist bitter. Ist richtig bitter. Schade, ne, dass es mit ihm nicht geklappt hat. Torres. Oliver Torres, 6,3 Millionen für den 17-Jährigen. Auch nicht schlecht. Okay, aber sonst denke ich mal, wir können mal gucken, noch irgendwas aus der Bundesliga. Auf jeden Fall, ihr seht es, eine Atletico, die da kräftig aufrüsten. Mit Garay und Musaccio jeweils 12 Millionen. Nicht schlecht. Die Bayern, Kirchhoff, diese abgeben, haben wir auch gerade schon gesehen. Und sonst eigentlich nichts weiter. Okay. Also, drückt die Daumen, dass das mit Stranzl was wird. Jetzt gibt es hier erstmal ein Kaufangebot für Clement. Philipp Clement. Würde ich sagen, nehmen wir sogar an. Oder ist er wichtig für die zweite? Wo spielt denn der? Müssen wir mal reinschauen. Müssen wir mal gucken. Rechtes Mittelfeld. Gärtner kann da ran. Wie ist Gärtner drauf? Gärtner spielt aber momentan im defensiven Mittelfeld. Wer kann daher? Bier und Koschowski. Nee, wir brauchen eigentlich Clement. Gucken wir als Jugendmannschaft. A-Jugend, was wir da haben. Haben wir dann einen rechten Mittelfeldspieler zufällig? Nee. Auch nicht. Nee, dann müssen wir hier ablehnen. Dann müssen wir hier ablehnen. Kiyotake ist erschöpft. Okay, wird eine Pause bekommen. Muss körperlich stärker werden. Versucht sich besser durchzusetzen. Okay. So, gehen wir nochmal einen Tag weiter. Dann dürfte das Scouting mal bei Öztunali abgeschlossen sein. So, die Geduld ist niedrig für Ta. Wir müssen mehr bieten, ne? Okay. Okay, 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 okay. Würde ich sagen 250.000. Das Doppelte, oder? Fast. Machen wir mal 225.000. Kreuzer wird sich wieder bei uns melden. Angebot abgegeben. So, Stranzl. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Möchte den Vertrag über mindestens 2 Jahre äußerst positiv registriert, wie intensiv sie sich in der Vergangenheit mit ihm befasst haben. Klar, toller Charakter, toller Typ, gute Werte, gutes Talent, kann Deutsch und ist beidfüßig. Also ich meine, was will man mehr? Gewinnt Bälle. Das ist ein Traum eigentlich. Macht keinen Hehl daraus, dass er einen Wechsel zu ihnen nicht abgeneigt wäre, aber es gibt natürlich viele Interessenten, aber stand jetzt nur einen. Das ist schon mal gut. Bist Stammspieler. Im nächsten Jahr wirst du mein Kapitän. Puh, nee. Können wir, glaube ich, so nicht mitgeben. 2 Jahre mindestens machen wir ruhig mal. Bleiben wir mal bei 3. Dann machen wir das zunächst mal. Was geben wir mit? Posten am Karriereende, Option für Spieler ein Jahr. Für einen Verein aber auch, oder? Oder machen wir für Spieler? Ablöse, nee. Gehaltskürzung bei Abstieg 20%. Auflaufprämie 3 mal 2,5. Nicht Abstiegsprämie. 12.000 Ligaspielbonus, 65.000. Okay.
Machen wir 70. Hoppala, 70. So, und dann momentan will er 1,5 bei Gladbach. Was kriegt er denn bei uns? 1,7? Wäre in Ordnung. Machen wir 1,6. Oder 1,5? Ich weiß es nicht. Also wenn er so spielt, hat er eigentlich schon eine Stammplatzgarantie, ne? Dann hat er eigentlich eine Stammplatzgarantie. Mit der Stärke und allem. Normalerweise schon. Wir haben Nilsson und Pogatetz. Ich lasse es trotzdem mal bei Stammspieler. 1,5. Ich würde sagen, wir machen 1,6. Wird sich wieder melden. Hoffen wir, dass er zu Verhandlungen bereit ist. So rum. So, erstes Spiel gegen eine deutsche Mannschaft, nämlich gegen den SC Paderborn in der Bentele Arena. 2900 Zuschauer werden erwartet. Natürlich immer noch ein Testspielchen, aber das wird heute schon ein bisschen schwieriger. Und wir gucken mal rein, haben nochmal ein paar Nachrichten. 10 Wochen wird Nesiri ausfallen. Krass. Da schauen wir mal, Scouting abgeschlossen. Bei Leverkusen Stranzl akzeptiert würde klappen für 2,7 Millionen. Und Öztunali auf Stufe 6. Okay. Schauen wir mal auf den Transfermarkt. Aufs Blickfeld meine ich. Bekanntheit. Da ist Ta. Gucken wir mal. Und den Rest, den müssen wir erst noch scouten. Das dauert noch ein bisschen. Öztunali, was meinen Sie hier? Potenzieller Topspieler. Okay. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns mal bereit für das Spiel gegen Paderborn. Ein Kiyotake bekommt eine Pause. Gucken wir mal, wen wir da spielen lassen können. Eigentlich keinen so recht. Von dem her würde ich fast sagen, werden wir mal eine andere Aufstellung wählen. Und zwar die 4-2-2-2, wenn es die hier irgendwo gibt. Jawohl. Mache ich nicht den Aufstellungsassistent, sondern Stark und Balic passt. Esswein so. Gebhardt, zack, zack. Kiyotake raus. Vorne darf ein Drimmitsche mit ran. Packard kommt wieder rein für Stipinski. Der muss wieder auf die Bank, aber mit dem quatschen wir auf jeden Fall mal. Herzlich willkommen. Oh, ich hoffe, das ist nicht zu spät. Jawohl, passt noch. Sehr gut. Aber dem Rest haben wir das jetzt hoffentlich schon gesagt, ne? Ja, sag einmal. Wieder ein Feingefühl an der Maus. Ein Wahnsinn. Du kannst die Sprache, kümmere dich um Kiyotake. Das können wir vielleicht Kiyotake genau andersrum auch sagen. Nee, mit ihm haben wir schon gequatscht. Beziehungsweise vielleicht auch die Anzahl erreicht. Ich bringe mal Ildis für Stark. Denn der hat eine 14er Form. Das ist ganz gut. Mendler müssen wir auch mal mitnehmen. Bringe ich auch mal für Kiyotake. Der bekommt ja eine Pause. Dann sortiere ich hier mal nach Position grob. So noch. Dann passt das. Okay. So, Dabandi, Hasebe. Dann nehme ich Hasebe mal für Stark mit. Okay, und sonst passt es eigentlich. Mit Schäfer müssten wir nochmal quatschen. Gib im Training alles. Okay, er tut, was er kann. Ja, sieht nicht so gut aus, ne? 6 Fähigkeiten oder 6er Form ist somit das Schwächste. Ich bringe jetzt mal Mendler für Gebhardt von Anfang an. Hat eine 10er Form. Gebhardt nur eine 8, von dem her darf er das mal. Wir gehen nochmal golfen. Wir speichern auch mal eben. Nicht, dass mich nochmal irgendjemand anschreibt in Origin und dann das Spiel abstürzt. Muss ich mal gucken, was ich da mache. Ich glaube, dasselbe Problem hat Bergi auch. Habe ich zumindest mal in einem seiner Videos gehört. Muss ich mal gucken. Oh, Intelligenz. Nur 2 von 10, die Schlappine. Was soll sie mal lernen? Zeit mit Partner verbringen. Zum Sprachkurs mitnehmen. Schlappine ist froh, sie zu ihrem Sprachkurs begleiten zu dürfen. Ja, natürlich. Kein Problem. Heiratsantrag können wir auch machen. Kinderwunsch. Wollen wir nochmal einen Kinderwunsch machen? Ich meine, wenn, dann wird es eigentlich jetzt Zeit dafür, ne? Stefan ist 22. Wie alt sind wir? Schlappine ist, oh Gott, lass mich überlegen, 40, 50. Ui. Ob das noch klappt? Kinderwunsch, wir probieren es mal. Schauen wir mal, ob wir noch einen kleinen Bengel rausquetschen können aus der Schlappine, wenn wir so wollen. So, und wir kümmern uns um wichtigere Dinge als um Kinder, sondern hier um den Fußball. Gegen Paderborn, Sofortberechnung, sind wir klar besser, also sollten wir gewinnen. Klar, gebt euer Bestes, Jungs. Und dann hoffen wir, dass das klappt. Gegen den Zweitligisten aus Paderborn. Wir haben auf jeden Fall einige Chancen. Mendler jetzt mit dem Tor nach Vorlage von Vollner. Das zweite will leider nicht mehr gelingen. Wäre, denke ich, verdient gewesen. Gucken wir mal, wir mit 60% Ballbesitz. Ja, klar, die bessere Mannschaft. Also, Paderborn noch überhaupt nicht vom Tor. Macht es, wie wir es im Training einstudiert haben. Spielergespräche, da quatsche ich mal ein bisschen. Da motivieren wir. Da loben wir auch. Da motiviere ich nochmal Schäfer, dass der vielleicht nochmal ein bisschen rankommt. Ein Vollner loben.
Und einen Mendler kann ich leider nicht mehr loben. Der hätte es eigentlich noch verdient gehabt. Klappt nicht. Okay, da haben wir alles gemacht. Dann würde ich sagen, wechsle ich mal schon zur Halbzeit. Nehme einen Ginchenk raus, der angeschlagen ist, frischer technisch. Und vielleicht einen Pinola mal noch für Plattenhardt. Lassen erstmal weiterlaufen und die Jungs hier warm laufen. Zweites Tor wäre wichtig. Ich will auch hier den nächsten Sieg. Aber Paderborn macht Druck, mein Lieber. 2-0. Peckert ist da. 3-0 Mendler. Jetzt sieht es stark aus. So, und jetzt können wir nochmal wechseln. Ildis darf raus. Ihr seht, die sind alle kräftig angeschlagen mittlerweile. Wen können wir denn theoretisch mal hinten reinstellen? Für Nilsson und Pogatetz. Balic. Aber der ist auch schon K.O. Hasebe, Plattenhardt, Vollner. Ja, da müssen sie ja jetzt durch. Okay. Wen haben wir noch? Luschek mal auf. Ah, da können wir ruhig mal so wechseln. Hat zwar nur eine 59, aber ist egal. Und dann passt das eigentlich. Wir können höchstens nochmal hier rein. Um auf 20% runterschrauben. So, und dann gucken wir mal, dass das so klappt. Vielleicht kriegen wir noch ein Gegentor, aber zumindest mal frische technisch fit bleiben. Okay, sieht gut aus. 3-0 Sieg gegen Paderborn. Ist, denke ich, ein richtig guter Start hier. In das erste deutsch-deutsche Duell, wenn man so will. In diesem Let's Play. Peckert mit dem Tor eine 2-0. Bester Mann Mendler mit 2 Buden. Also macht sich richtig gut in seinem Startdebüt. Startelfdebüt, wenn man so will, für uns. Ildis eine Vorlage, Vollner eine Vorlage, beide auch eine 2. Sieht auch richtig stark aus. Sehr schön. 60% Ballbesitz, einen einzigen Schuss haben wir zugelassen aufs Tor. 9-3 Chancen für uns, also wie gesagt, bessere Mannschaft. Brauchen wir nicht drüber reden, sehr schön, Mendler der Spieler des Spiels. Und wir gucken mal, Einigung auf 2,7 Millionen für Stranzl. Ich bleibe da erstmal ganz ruhig, noch habe ich mit niemandem gesprochen und ich werde sicher jeden Schritt sorgfältig abwägen, bleibt Stranzl entspannt. Ja, wir haben mit Favre geredet. Gucken wir mal, ob das klappt. Ich denke, Stranzl doch ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich bei den Gladbachern. Aber es könnte klappen und es sieht gut aus. Wir würden uns freuen, wenn wir den Transfer nun schnell abschließen können. Aber auch der Spieler wird Kompromisse eingehen müssen, begann Manager Schlappen schon mal das anstehende Pokerspiel. Martin Stranzl wird bei den Verhandlungen von einem Anwalt vertreten. Ob diese Vertretung die diskutierten Konditionen jedoch einfach so hinnimmt, glaubt in der Redaktion jedoch niemand. Ja. Aber wir müssen es halt probieren. Wir haben halt nicht so die Kohle. Müssen da erstmal ein bisschen niedriger ansetzen und können dann nicht mit Kohle um uns schmeißen, wenn man so will. Und Tag kommt. Jonathan Tah ist ab sofort bei uns unter Vertrag. Sehr schön vom HSV. Konnten wir ihn schon mal leihen. Die Nummer 28, die können wir machen. Ist in Ordnung. Und dann begrüßen wir den Bengel. Upsala. Den Bengel doch mal bei der zweiten. Soll ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und dann natürlich die anderen Jungs auch vielleicht ein bisschen mitreißen. Dann klappt das. So, Chandler noch 5 Tage verletzt. Clement trainiert hervorragend. Körperlich stärker werden vielleicht noch ein bisschen. Jawohl. Scouting abgeschlossen. Öztunali auf Stufe 8. Müssen wir noch ein bisschen warten. Mensch, das dauert aber auch richtig lang momentan, ne? Ist ein bisschen schlecht. Kriegen wir schon ein Kind? Nee, so schnell geht's dann doch nicht. Okay. Noch kein Geld. Wir haben noch nichts bekommen. Gut, wir sind noch am Anfang des Monats. Da ist die Kasse leer.